Hallo aus Teneriffa. In diesem Video möchte ich mal ein paar Eigenheiten von Teneriffa erläutern für diejenigen, die überlegen, mal hier zu arbeiten. Punkt 1, es sprechen relativ wenige Englisch. Ja. Selbst die Jüngeren, ja, die sprechen nur Spanisch. Das heißt, wenn man ein bisschen Spanisch kann, ist das tatsächlich doch von großem Vorteil. Das fängt im Supermarkt an, das fängt bei dem Vermieter an, also im Prinzip sprechen sehr wenige Englisch. Klar, im Coworking Space kann dann die Dame an der Rezeption, die kann Englisch, aber dann schon wieder der Spanisch, Entschuldigung, der Salsa-Lehrer oder im Café die Dame, die können es dann wiederum nicht. Ja? Das ist mal Punkt 1. Die Zeitunterschiede sind gering, also es ist nur eine Stunde. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es ist, wenn die Zeit umgestellt wird. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob hier auch die Zeit umgestellt wird. Aber jetzt stand Anfang März, also bevor wir jetzt quasi in Deutschland zur Sommerzeit wechseln, blendet jetzt ein bisschen, bevor wir zur Sommerzeit wechseln, ist es so, dass der Zeitunterschied nur eine Stunde ist. Also quasi in Deutschland ist es eine Stunde später. Ja? Ist ein bisschen blöd für mich, weil ich ohnehin schon später aufstehe. Das heißt, in Deutschland ist es nochmal eine Stunde später. Aber ich stehe hier insgesamt früher auf als in Deutschland, von daher gleicht sich das so wieder aus. Bezahlt wird natürlich in Euro, zählt ja zu Spanien, also da hat man gar keine Probleme. Es gibt richtig viele Supermärkte, zumindest hier in Puerto de la Cruz. Da findet man auch alles, also wirklich alles. Das heißt, da muss man muss jetzt nicht zu Hause hier irgendwelche Sachen einpacken, wo man denkt, die findet man hier nicht, da gibt es alles. Die Straßen sind eigentlich auch europamäßig quasi, also jetzt nicht wie in Kuba oder so. Das Wetter ist, das hatte ich aber glaube ich im ersten Video schon gesagt, das wechselt immer hin und her. Jetzt die letzten 2 Tage zum Glück nicht, aber die ersten Tage war es tatsächlich so, dass es innerhalb von einer Stunde gewechselt hat und dann konnte man sich lange Klamotten anziehen. Interessanterweise sind hier ganz viele Hunde, jeder hat hier Hunde, das heißt es wird auch durchaus mal lauter, die lassen die gern abends zum Beispiel draußen und ist halt mit ruhigem Arbeiten draußen auf dem Balkon nichts. Da bietet sich dann durchaus der Coworking Space an. Ja, die Apartments sind auch Standard, würde ich sagen, also Europa-Niveau. Ja. Vielleicht leicht runter, ja. Aber ansonsten, es gibt keine Heizung. Das macht es natürlich, wenn es kälter wird. Wie gesagt, das passiert ja hin und wieder. Macht es das Ganze ein bisschen schwierig. Ja, für Flüge zahlt man zwischen 100 und 200 Euro, je nachdem, wann man bucht, wie früh man im Voraus bucht und so weiter und so fort, von wo man fliegt. Das heißt, das kann man durchaus zum Arbeiten im Ausland nutzen, weil man kann ja dann auch einfach mal kurz zurückfliegen, wenn man irgendwie Termine vor Ort hat, für eine Woche oder so, weil dann eben nicht die Riesenkosten entstehen. Die Flugzeit war bei uns ungefähr 4 Stunden. Wir hatten gut Windverhältnisse, sodass man da auch jetzt nicht so ewig unterwegs ist. Und vom Flughafen jetzt zum Beispiel nach Puerto de la Cruz haben wir uns ein Auto gemietet von Europcar, haben 65 Euro gezahlt zu zweit und hier dann wieder abgegeben. Also wir haben extra ein größeres Auto gehabt, wo man noch das Sondergepäck reinbringen konnte, weil meine Kollegin eben ein Fahrrad mitgenommen hat. Dann waren wir bei 65 Euro für 1,5 Tage. Und da waren wir so in ja, maximal einer Stunde hier. Die haben immer gemeint 1,5 Stunden, aber also Dreiviertelstunde braucht man da maximal mit dem Auto. Kommt auch gut durch. Ist eigentlich quasi gerade hoch, dann nach links und im Prinzip nonstop Autobahn. Kein Problem. Ich habe ja gesagt, die Straßen sind gut. Halt 120 meistens als Limit, aber ja, die Insel ist ja nicht so groß. Dann, es gibt sehr viele Kneipen, Bars, Pubs, Restaurants, alles. Also auch sehr gut. Wir waren gestern Abend richtig toll essen. Ich weiß es nicht, wie lange sie abends offen haben. Ich habe schon Angst gehabt, weil logischerweise ist man ja eher abends im Büro, sodass man auch abends logischerweise dann erst später essen geht. Und hätte schon die Befürchtung, dass halt dann so ab 10 Uhr oder so nichts mehr zu essen da ist, beziehungsweise dass dann nicht mehr warm gekocht wird. Also wir haben gestern, glaube ich, so um 9, halb 10 gegessen. Da gab es noch. Ja, jetzt muss ich jetzt aber auch mal prüfen, wie lange es warmes Essen gibt. Was man dran denken muss, ist, als zumindest Puerto de la Cruz ist halt quasi hier so auf dem Hang. Das heißt, runter zu's geht's, hoch zu's braucht man dann halt länger. Da verliert man dann schon ein bisschen Zeit, wenn man sagt, man möchte mittags mal nur kurz runterlaufen ans Meer und so in ein Restaurant oder in eine Eisdiele oder was weiß ich sitzen. Da muss man dran denken, dass man hochläuft und dann mal eventuell auch wieder verschwitzt ist und verschwitzt im Büro sitzt. Es gibt natürlich Klimaanlagen in den Büros.
Ich bin aber froh, dass die keiner anmacht. Also gestern Abend war es mal kurz an, da war aber auch nur unser englischer Kollege, also der aus England, war da drin. Aber am ersten Tag haben wir es komplett, obwohl wir dazu bestimmt 12 waren, ist sie ausgeblieben. Und da bin ich eigentlich sehr froh darüber. Ja, das mal so die ersten Eindrücke, worauf man sich einlässt, wenn man hier arbeitet. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.